Yo, Peace, Leute, und willkommen zum achten Part von Beyond Two Souls. Wir spielen heute die kleine Jodie, die sich ihr neues Zimmer erstmal angucken darf. Dorthin stehen auch beide unserer Adoptivelternteile, die uns jetzt verabschieden werden. Es ist nicht für lange. Ah. Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist. Ja. Bitte lass mich nicht hier. Also eine ganze Weile, wie wir wissen. Ein paar Tage. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Ratz. Lass deiner Frau doch ein bisschen Zeit, mit deinem Adoptivkind zu verabschieden. Ja, so unser Adoptivvater ist nicht so der Gefühlsmensch, das können wir ganz klar sagen. Bin gespannt, ob er sich von mir verabschiedet und wie. Das gar nicht, das ist nicht. Alter. Er läuft einfach straight raus und denkt sich, lass mal die halt hier alles Opfer. Ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, herauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jodie. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Das ist eine harte Aussage. Mit einem kleinen Kind. Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Aber ich denke auch, dass das vielleicht nicht die schlechteste Lösung ist, wenn wir so Probleme haben, auch mit den Monstern etc. Hier ist direkt jemand da. Gute Nacht, Jolly. Im Nebenzimmer, der uns dann helfen kann, also in gewissem Sinne helfen. Uns zumindest beistehen kann, aber natürlich ist es für so ein kleines Kind schrecklich, von seiner Familie getrennt zu sein. Wo ziehe ich mich um? Naja, hier, du wirst eh überall beobachtet. Ah, ist hier ein... Okay, Bad. Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras. Nee, das wäre ein bisschen asozial, würde ich behaupten. Ich denke mal, im Badbereich sind keine Kameras. Wollen wir uns dann direkt hinlegen? Hier können wir nichts machen am Computer und so. Das Bett sieht ziemlich hart aus. Bunny-Knuffel, wo ist mein Häschen? Bunny-Knuffel? Haben wir das vergessen? Stimmt, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Entschuldigung, aufstehen, aber sofort. Ohne Bunny-Knuffel geht hier nämlich überhaupt nichts, meine Freunde, kann ich euch erzählen. Dann gehen wir mal zu deinem schönen pinken Koffer. Steppen da mal hin in deiner schönen Röschenhose und mach den mal auf. Huch. Und gucken da mal, wo unser Kuscheltier direkt ganz oben ist, dass wir es direkt raus tun können und mitnehmen können. Wunderbar. Sonst noch irgendwas? Eine Taschenlampe. Auch schön in Pink. Also muss man sagen, sie ist wirklich sehr modern und sehr modebewusst. Also alles in Pink. Pink und Pink Swag ist hier. Auch die Decke, wunderbar. Okay, dann stell die Taschenlampe mal dahin. Jetzt aber ins Bett, Jodie. Boah, das ist creepy, Alter, wenn da einfach so eine Stimme kommt. Jetzt haben wir unser Häschen dabei. Jetzt können wir doch bestimmt gut schlafen. In die Decke einkuscheln und dann... Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jodie. Warte! Licht ausmachen ist für sie ja nichts. Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Ja, guck mal. Gut. Gute Nacht. Das ist doch soweit ganz gut. Dann versuchen wir mal zu schlafen. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Ich weiß ja nicht, ob das so einfach wird oder ob euch nichts passiert, weil... Ich schätze leider, dass auch die Monster hier unterwegs sein werden. So, jetzt mal ein bisschen durchrollen hier. Und dann versuchen, die Augen zu schließen. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Kann Aiden dir eine Geschichte erzählen?
Okay, weil das ist hier eine Gruselgeschichte. Ziemlich stark so. Alter, krass. Doch keine Gruselgeschichte. Das ist immer cool. Ein Elefant war da auf jeden Fall gerade. Okay, wir können hier noch hin. Können wir hier irgendwas machen? Oh, das Licht flackert. Das ist natürlich nicht so gut. Können wir hier durch? Ja. Guck mal, können wir hier Cole beobachten? Ist der eingepennt? Wirkt gerade so, ne? Es kümmert ihn nicht, dass sein Computer da abspackt. Wirkt, als wäre er eingeschlafen. Ich glaube, der komplette Strom kackt gerade irgendwie so ein bisschen ab. Kann das sein? Aber ich kann hier nichts machen. What the? Holy shit! Holy shit! Cole! Auch wenn du schläfst, wach jetzt auf. Hier, Tasse in sein Gesicht. Na, pennt der einfach innerhalb von 2 Sekunden ein. Ich meine, er hat uns gerade noch Tschüss gesagt. Geh zurück. Geh zurück, geh zurück. What the fuck? Verschwinde bloß. Hau ab, Alter. Lass meine kleine Jodie hier in Ruhe. Das gibt. Alter, wie die hier ausrasten. Das sind genau diese Existenzen. Tatsächlich. Genau die gleichen, die wir auch da gesehen haben. Beim Kondensator. Bei dem Portal. What the fuck? Die uns also auch hier heimsuchen. Und zack, Junge. Ja, wo soll man sich vor solchen Dingern verstecken, ne? Hau ab, Alter, das gibt es, so wie viele es von denen gibt, Alter. Oh Gott. Cole, könntest du jetzt mal bitte reinkommen? Mein Gott, Jodie! Hol den Doktor! Sofort! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Ich frage mich wirklich, was er dann da denkt. Ich meine, er ist ja auf Paranormale spezialisiert, aber sowas, das ist schon ziemlich krass. Existenzenprofi, ja, danke schön. Dawkins und Eltern nicht ausspioniert. Ach, das hätten wir machen. Stimmt, wir hätten einen rufen können vielleicht. Und dann, ja. Existenzen besiegt haben die meisten geschafft. Und die meisten haben wir auch nicht ausspioniert. Und Cole aufgeweckt haben wir ebenfalls. Also, alles soweit gut gemacht, würde ich sagen. Außer wir hätten sie ausspionieren können, aber wir haben den Weg der meisten genommen. Das wusste ich nämlich auch nämlich davor genau, wie das läuft. Wie andere Mädchen nach der Party, vor dem Kondensator, also als Teenager spielen wir jetzt. Und die Überschrift lässt schon verlauten, dass Jodie so ein bisschen wie andere Mädchen sein will. Oh, yo. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät. Ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Jodie. Das ist nicht fair. Sieht übelst nach Scene-Kid aus. Alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Also, sie scheint so in so einer Punk-Gothic-Phase zu sein, so wie das aussieht. Scene eben. Und will eben natürlich auch mal mit Freundinnen oder ähnlichem abhängen. Nur leider sagen die Regeln hier etwas dagegen. Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. Cole scheint irgendwie gar nicht zu alt, ne? Das sieht genauso aus wie damals ein bisschen. Also ziemlich. Ja, wir uns doch schon krass verändert haben. Komm. Ich hab es wohl irgendwas machen können hier. Ist es eine Ege. Oh, sie kann sie spielen. Ja, Mann, komm, spiel mal ein geiles Riff, Alter. Komm. Gib mir den Medal, Leute. Okay, okay. Komm schon. Yeah! Yeah! I like that! Groovy! Und Alex, was ist denn das für Rotzmusik? Aber das ist gute Musik, Alter. Perfekt! Oh yeah, oh yeah!
Ja, Mann. Das gefällt mir. Oh ja, jetzt geht's auf die Knie, jetzt muss Solo kommen. Ich fand's geil. War ein schönes kleines Metal-Solo. Hat sich weniger nach Rock angehört, war eher Metal, würde ich sagen. Ich als natürlich Musikprofessor. Guck mal, hier ist er umgestellt. Willst du dich hinlegen? Jetzt will sie ins Kissen schreien, okay. Oder das Kissen. Mann, das schöne Kissen gerade. Das Bett kann auch nichts dafür. Jodie ist jetzt hier richtig pisst, ne? Verständlich irgendwo, ne? Sie will ja irgendwo. Man sieht auch punkig aus, ne? Sie will ja hier ihren Willen durchsetzen und. Wobei eigentlich Punk ist eigentlich irgendwie gegen das System anders sein und sie will ja irgendwie gleich sein. Also naja, egal, sie ist einfach Sinn, kein Punk. Da konnte ich was machen. Cool. Es ist Samstagabend und ihr sperrt mich hier ein. Komm, ich will doch nur ausgehen und auch mal feiern. Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Überzeugen. Ich denke mal, aggressiv und drohen bringt nichts. Big Brother's watching you. Bitte. Komm schon, Cole. Bitte. Bitte, lass mich raus, nur einmal. Ich glaube nicht, dass er da. Er kann das auch gar nicht machen. Alles verraten. Ja, weil nachher stößt dir was zu. Also, er muss natürlich die Regeln befolgen. Das ist komplett verständlich, dass er da nicht irgendwie was machen kann. Aber vielleicht kann ein ja was machen. Hier, Junge, jetzt bin ich pissed, jetzt mache ich deinen Boxkampf da aus. Schluss damit, Jodie. Nee. Das bringt dir doch absolut nichts. Du gehst nicht. Ich bin jetzt pissed hier, deine komischen Dinger da. Können wir mit ihm sonst noch irgendwas machen? Wir können den Tisch ein bisschen umwerfen. Nein, ich bin pisst. Mir egal, ich bin angefressen. Oh Gott. Ich will es eigentlich nicht zu sehr verwüsten, weil wir dürfen es wahrscheinlich am Ende aufräumen, aber so ein bisschen rumschubsen. Oh, Mann. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Hm. Oh, Telefon. Hören wir mal zu. Vielleicht ist ja irgendwas Interessantes über uns. Ah, oder ich kann ihn natürlich auch übernehmen. Ja, sie hat sich beruhigt. Aber nichts. Das ist natürlich asozial eigentlich, ne? Hier Cole zu übernehmen, dass er uns jetzt rauslässt. Aber wenn Jodie raus will, dann darf Jodie raus. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst. Cole kann dafür, denke ich mal, richtig Stress bekommen. Es ist. Eigentlich echt nicht cool, aber. Ich muss heute mal hier raus. Uns wird schon hoffentlich nichts zustoßen. Okay, dann gehen wir. Okay, jetzt wird's sneaky, Leute. Müssen wir die Stimme ein wenig senken. Ja, ich weiß. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Okay, let's go. Cole läuft uns auch hinterher. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier rausgehe, ne? Weiß ich wirklich nicht. Geh einfach mal hier lang. Da ist ein Notausgang. Können wir hier durch? Nee. Geschlossen. Ja, klar. Kannst Cole nicht aufschließen? Ja, mit seiner Karte. Ich kann nicht zu Cole oder so wechseln. Das funktioniert nicht. Cole Freeman. Dann zack. Security Check. Wollen wir ihm? Nee, wir geben ihm die Karte nicht. Okay. Sondern gehen durch. Na, ist hier irgendjemand am Empfang? Ne, ist gar kein Empfang, aber sah kurz so aus. Wie Cole das straight rausspaziert. Beziehungsweise sollten wir eigentlich eher Aiden sagen, ne? Das ist ja nicht Cole. Es ist Coles Körper, seine leblose Hülle, die hier entlang spaziert. Da ist ein Metalldetektor, schätze ich mal. Und wir haben Piercings, heißt, er wird losgehen. Spät für den Ausflug, ne? Ach, frische Luft. Mir ist nicht gut. Ja, ich fühle mich nicht. Mir
Nein, nein. Nein, ist nicht nötig. Muss nur ein bisschen kotzen. Cole ist ja da für mich, also. Stimmt, Cole? Ja, also. Was ist Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Ja, hatte. Der hat schlechte Laune. Reden? Er ist wohl heiser. Schlecht drauf, heise. Ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat den ganzen Tag. Dieses Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Nee, Cole zieht seine Arbeit durch. Zum Glück ist der Typ irgendwie gar keiner Form. Irgendwie passt er auf oder so, weil ich meine, jeder würde irgendwie merken, dass irgendwas falsch ist bei Cole. Aber nun gut. Wenn der Herr das nicht will. Okay, hier ist doch kein Metalldetektor. Finde ich gut. So, jetzt sind wir draußen. Und jetzt? Tja, das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Okay, das ist also cool. Als fährt uns Cole da auch noch. Also Aiden fährt uns das auch noch hin. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Ich denke mal, wir können nicht fahren, oder? Wir brauchen die Schlüssel. Stimmt ja. Cole. Mach mal auf das Ding. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Ah, jetzt spielen wir Cole, okay. Schade, dass man nicht einfach so wechseln kann, wenn man Lust hat. Das wäre cool. Aber nun gut, okay. Dann start das Ding. So, und dann kann sie hinten einsteigen. Let's go. Verdammt. Was? Man kann mich von draußen noch sehen. Natürlich kann man dich von draußen sehen. Wo willst du dich hinsetzen, dass man dich... In den Kofferraum. Da könnte man sie nicht sehen. Okay, dann gehen wir in den Kofferraum. Ist nicht... Ja, genau. Nicht gut für eine Dame. Let's go. Los geht's ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Vor allem, was wäre so schlimm daran, wenn man uns sieht? Also. Ja, okay, hier wäre es halt schlimm, aber. Okay, wir machen auf ohne irgendwelche Fragen. Sehr gut. Vor allem, die werden sich doch wundern, dass Cole nicht da ist, oder? Also, irgendwie ist der Plan sehr, sehr lückenhaft. Und wo fahren wir jetzt hin? Ist hier irgendwo eine fette Party, oder? Okay, wir halten mitten im Wald. Na, das war schon richtig. Ich will den Kofferraum aufmachen. Ich meine, Aiden muss ja Cole verlassen. Er wird dann sofort sehen, dass wir hier sind und wird uns wieder zurückschleifen. Ein muss Cole ja verlassen. Er kann ja nicht so weit weg sein. Cole, komm mit auf die Pferdeparty. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Kann er sich jetzt... Also manchmal kann er sich entfernen, manchmal nicht. Keine Ahnung. Also zumindest weit entfernen. Also er kann sich natürlich ein bisschen entfernen, aber so weit? Wäre mir neu. Ich soll ihn in den Wald bringen. Okay, dann... Ja, hier sieht ja ein bisschen nach einem... kleinen Weg aus. Gehen wir da mal lang. Okay, jetzt hat sich Cole hier ein neues Leben im Wald aufgebaut. Er ist jetzt offiziell Waldmensch. Open Bar. Bier. Likör. Red House. Okay, hier geht es in eine fette Party. Fette Party. Fette Party. Happy Hour. Monday is Friday. 2 € für einen Cocktail. Ich hoffe, dafür ist es ein bisschen zu spät, ne? Aber nun gut. Dann lass mal rein, diese sehr komisch aussehende Bar. Sieht sehr alt aus. Zumindest für eine Party, wo halt junge Leute feiern sollen. Ich hab das Gefühl, wir sind hier falsch. Noch keiner da. Wer war?
Können wir uns irgendwas bestellen, am Flipper spielen, Billard spielen, uns hin, können wir alles nicht. Können wir gar nicht Billard spielen, hey. Kann ich mich irgendwo hinsetzen? Ja, hier kann ich mich tatsächlich hinsetzen. Ich komme mir wirklich komisch vor, dass jetzt keiner von denen da sein soll. Hm? 21 nimmt ihr, glaube ich, keiner ab. Dafür sieht sie viel zu jung aus. Und die Typen da gefallen mir auch gar nicht. Es gefällt mir grundsätzlich nicht. Warum gehen die jetzt raus? Ah, ich weiß ja nicht. Irgendwie will ich nichts davon trinken. Können wir nicht einfach wieder... können wir Billard, also bei Billard spielen wäre ich dabei. Klar, Bro. Alleine Billard spielen macht keinen Spaß, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wobei der mir immer noch unsympathisch ist. Aber wie gesagt, wir brauchen einen Partner zum Billard spielen. Alleine Billard spielen macht keinen Sinn. Natürlich, das habe ich auch stark erwartet, dass das jetzt kommt. Okay. Zack. Ah, da ist schon mal eine drin. Was machst du hier? Du bist alleine. Ja, wollt hier ein bisschen. Lüge. Nichts Besonderes. Nur normaler Samstagabend. Genau, ich bin hier öfters. Diese Redneck Bar. Okay. Ich kenne Billardregeln nicht wirklich, aber es müsste Billard sein, kein Pool. Pool wäre der Tisch um einiges größer, soweit ich weiß. Fuck, verkackt. Scheiße. Knapp, aber nicht ins Loch. Ich habe direkt nach oben gedrückt, einfach, ich dachte, wir müssen nach oben, aber okay. Bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Ach, Quatsch, Bro, ich bin 47. Wir sagen die Wahrheit. Also 16. Ah, das war aber nix, hey. Mein Lieber. Okay, jetzt sind also wie wieder dran? Eltern Bescheid? Natürlich. Ja. Klar, die haben mich hergebracht. Ja, ich kann nur noch nicht Auto fahren. Dann. Sie müssten bald wieder hier sein. Und mich abholen, genau. Und mich abholen. Die Fragen gefallen mir alle absolut nicht. Und der guckt mir da ziemlich auf den Arsch. Alter, Digga. Verschwinde, Junge. Du bist 40 oder... Du Dreckiger. Ja, Alter, what the fuck. Alter, ihr seid 40 oder so, keine Ahnung. Was seid denn ihr für kranke Bastarde? Ding. Na, mit Jodie legt man sich nicht an, meine Lieben. Hätte euch gleich bewusst sein müssen. Bam, Junge! Ausgenockt, okay, nicht. Oh, der hat Schlagstock, ne? Ne, ist ein bisschen der Billard-Ding. Der Billardschläger, der Kö, oder wie man das auch immer nennt. Zack! Genau. Ach, Frank dreht nicht durch. Frank hat schon komplett recht. Das wollte ich eigentlich nicht. Wollte eigentlich da unten den Teppich wechseln. Oder machen wir erstmal das hier. Hier nochmal den Tisch umschmeißen. Bam. Ich will den Teppich da unten wegziehen. Irgendwie darf ich das nicht mehr. Huch. Da kommen wir mal seine Flaschen kaputt. Hä? Was passiert denn jetzt hier? Hilfe, ich will doch nur irgendwas drücken. Ja, genau, haut doch einfach ab. Dann muss ich auch gar nichts weitermachen. Scheiße.
Oh, die Tür ist zu. Mach doch die verfluchte Tür auf! Das ist ja schade, ne, ihr kleinen Perversen. Oh, das war aber nix. Oh, wir können jetzt einen von denen übernehmen. Den anderen könnten wir erwürgen. Also zumindest wirken, nicht erwürgen, aber würgen. Oh mein Gott. Alter, wie, das ist so krank, wie weit man da gehen kann. Jody! Mein Gott, was ist mit dir? Jody, was ist denn passiert? Aber du bist in die falsche Bar spaziert. Ach du Scheiße, Alter. Also, ich meine, dass sie ein bisschen was auf die Fresse verdient haben, wollen wir ja gar nicht verneinen, aber die sind jetzt tot. Okay, an Eingangswoche vorbeigekommen, haben wir geschafft. Hätte man aber auch nicht schaffen können, aber haben die meisten geschafft. Aus DPA geschlichen oder geflohen, haben wir ebenfalls gemacht. Hätte man, aber man hätte anscheinend, also so wie es da aussieht, auch einfach da bleiben können. Barbesucher nicht ausspioniert, nee, haben wir nicht. Haben auch die meisten nicht gemacht. In der Bar geblieben, sind wir. Wir hätten auch wahrscheinlich direkt gehen können. Angreifer besiegt, haben so gut wie alle geschafft, außer einer, also 1%. Und mindestens einen Angreifer umgebracht haben auch sehr viele. Also viele sind da wirklich so krass gewesen und haben dann, aber Aiden ist halt nicht Jody mal. Jody hat es nicht getan, aber Aiden dachte sich, ihr kleinen Wichser, ihr seid jetzt sowas von dran. Allein. Nach der ersten Nacht, aber vor dem Experiment, also wieder als kleine Jody spielen wir jetzt. Aber ich würde sagen, erst im nächsten Part von Beyond Two Souls. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlisten auf den Kanal vorbei. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut da rein.